Juhu! Herzlich willkommen zu diesem Video. Endlich ist es soweit. Ich habe es versprochen. Heute machen wir ein HIIT-Workout und zwar zusammen. 8 Minuten machen wir. Es wird jetzt kein richtig hartes HIIT-Workout, aber natürlich hart genug. Das ist ja ein High-Intensity-Interval-Training. Aber wir machen jetzt immer 30 Sekunden Belastung und 30 Sekunden Pause. Alles, was du brauchst, ist eine Yogamatte, sonst nichts. Natürlich Sportklamotten, aber sonst gar nichts. Also, wir legen los! Die erste Übung sind Jumping Jacks, also Hampelmänner. Los geht's! Und auf geht's! Ein bisschen warm werden. Ausatmen. Kennen wir alle. Überhaupt nicht schwierig. 30 Sekunden. Wie gesagt, es wird nicht mega schwer, aber schwer genug. Wir wollen ja den Weihnachtsspeck loswerden. Das ist natürlich ein Ganzkörper-Hit. Bauch, Po, alles wird trainiert. So, jetzt haben wir 30 Sekunden. Kurze Pause, da können wir mal kurz uns ausschütteln, rumstehen, ein bisschen gehen, ne? Das geht auch. So, das nächste sind Crunches. Deswegen einmal auf die Yogamatte oder auf dein Handtuch oder so. Und dann crunchen wir ganz normal hoch und die Beine anstellen. Ja? Also einfach hoch immer. Kurz warten und dann geht's gleich los. Okay, go! Ausatmen, wenn du nach oben kommst. Also, wie viele Wiederholungen wir machen, ist ganz egal. Sondern es kommt nur auf die Zeit an. Gleich haben wir auch 30 Sekunden. Arme berühren nicht den Kopf, nur daneben. Okay, Pause. Hochkommen, jetzt kommen die Burpees. Ich weiß, es ist die Hassübung schlechthin. Aber die ist so effektiv, was den Fettabbau angeht. Wir machen aber weite Burpees. Das heißt, wir springen hoch, gehen runter, zack. Und wenn wir zurückspringen, machen wir weit. Nicht so zusammen, okay? Also, Burpees. Gleich geht's los. Verschnaufen. And go. Hoch, runter. Und breit. Und wieder hoch, runter, breit. Zack. Yeah. Das ist so eine effektive Übung. Und wenn wir aufspringen, Bauch und Po anspannen, okay? Atmen nicht vergessen. Auch wenn es eine schwierige Übung ist. Hoch, so hoch es geht. Ein paar Sekunden noch. Und okay, wieder kurz Pause. So, als nächstes kommen die einbeinigen Squats. Und zwar 15 Sekunden rechts, 15 Sekunden links. Hinstellen und immer hoch, ja? So eine Lunge-Position springen. Das auf beiden Seiten. So, langsam kommen wir hier in Wallung, glaube ich. 5 Sekunden noch. Positionieren und hoch. Zack. Zack. Arme kannst du nach oben nehmen. Das haut jetzt schön rein. Ist gut für den Po und Beine. Ah, das zieht. Okay, wir müssen wechseln. Oh je. Das haben wir ein bisschen zu lang links, rechts gemacht. Egal. Wir bleiben dabei. Okay, Pause. Als nächstes kommen die Kommandos. Die zeige ich mal kurz in Plank-Position. Und dann gehen wir immer aus den Ellbogen und zurück. Ellbogen. Und das immer links, rechts, okay? Puh. Beine merke ich schon. Aber dann wissen wir, was wir getan haben danach. So, positionieren. Und go. Runter. Po. Und Bauch schön fest squeezen, zusammen, ja, kneifen, anspannen, atmen nicht vergessen. Schultern runter, wenn es geht.
paar Sekunden noch. Zack. Und Pause. Ja. So, ich hoffe, du schwitzt auch schon ein bisschen. Die nächste Übung sind Squats. Aber mit Kick. Links und rechts immer, okay? Also, der Kick muss nicht so hoch sein. Geht auch bis hier, wenn du nicht höher kommst, gar kein Problem. Aber schön kicken, was das Zeug hält. Stell dir irgendeinen Burger vor und kick den weg. Okay, los geht's. Zack. Rechts, zack. Squats, zack. Das tut gut. Und jetzt, das sind die Fritten. Das ist der Shake, der ungesunde. Das ist die Pommes. Ach so, die hatten wir schon. Den Burger. Schokolade. Und Softgetränke. Okay, Pause. So. Als nächstes kommen Ausfallschritte nach vorne. Aber im Stehen. Das heißt, wir wechseln das Bein immer nach vorne, rechts, links. Okay, okay, mach dich bereit. Hinstellen. Los geht's. Rechts und zurück. Links. Rechts und links. Gleichmäßig atmen. So, Pause. 30 Sekunden hatten wir schon. Als letzte Übung kommt eine Isolationsübung. Das heißt, wir legen uns hin auf den Rücken und spannen. Hier ziehen uns die Beine zu uns. Bauch hoch. Beziehungsweise Kopf hoch, Schulterblätter weg von der vom Boden und hier die Bauchmuskeln anspannen. Okay, mach dich bereit und los geht's. Hoch, zack, halten. Atmen darfst du trotzdem, musst du sogar, solltest du sogar. Sehr, sehr wichtig, gleichmäßig. Arme einfach daneben. Oh, das zieht. Schön, schön. Dann wissen wir, was wir getan haben. Und ein paar Sekunden noch. Ablegen. So, wenn du dieses Hit, also jetzt haben wir natürlich 30 Sekunden Pause, aber ich rede schon mal. Wenn du dieses Hit-Training, dieses Hit-Workout viermal hintereinander machst, hast du eine ganze halbe Stunde drin. Und ich glaube, das ist einfach genug, dieses Hit, dass man es wirklich viermal hintereinander ohne Probleme machen kann. Wenn du Einsteiger bist oder Anfänger, und es für dich trotzdem noch richtig schwer ist, dann steigere dich langsam, mach erst einmal, dann wiederholst du das Ganze zweimal, bis du dann bei viermal angekommen bist, dann weißt du, dass du so richtig fit geworden bist. Also, ich hoffe, dir hat das Workout Spaß gemacht. Ich wünsche dir, ja, nur das Beste, vor allen Dingen, dass du dranbleibst dieses Jahr und richtig fit wirst und dann fettlos wirst, was du loswerden möchtest. Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, wenn du mehr von mir sehen möchtest und immer meine Updates haben möchtest. Beziehungsweise, wenn du Ernährungstipps, weitere coole fettverbrennende Workouts und so weiter haben möchtest von mir, dann schau mal bei mir auf der Webseite vorbei, veronikagerritzen.de. Da gibt es auch kostenlose Kurse. Der Link ist unter diesem Video in der Infobox. Ja, kommentier mal gerne. Magst du Hit? Hast du Hit? Wie weit bist du jetzt in diesem Jahr gekommen? Läuft es gut mit deinen Vorsätzen und so weiter? Also gerne unter diesem Video in den Kommentaren, in der Kommentarfunktion, gerne dein Feedback zu diesem Video. Also, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.